Auf der linken Seite als blaues Team gespawnt. Team Acer mit Zaun auf Muradin, mit Starzerk, der Tesla spielt, mit Sypho, der hier auf Tychus unterwegs ist, und unten haben wir Holo auf Rayna und Greenout spielt Brightwing. Ihre Gegner auf der rechten Seite mit dem roten Team Jerseys unterwegs, das ist Team 3D Max. Wir haben Jove auf Arthas in der Midlane. Den Triple Strike mit Leo from Korea auf Uther, Nickers spielt Vala, ADRD spielt Sergeant Hammer und ganz unten ist Saiku, der EDC spielt. Also ein Stand-In auf Seiten von Acer. Da scheint, wenn ich das richtig sehe, ja, also beziehungsweise, da wurde einfach, ich weiß gerade nicht, wer ersetzt wurde. Saifu? Sypho, glaube ich. Der wurde durch Starzerk ersetzt. Oh, der drücken sie schon ganz schön gut hier in der Mitte durch. Und mit der Rotation kriegen sie es aber in den Griff. Gut gemacht. Starzerk hier auch nochmal schönes Oracle gespielt. Einfach um zu sehen, okay, kommt da noch ein Vierter vielleicht dazu. Und wir sehen, die Paladins sind in der Mitte unterwegs. Naja, die Talente sehen wir uns da gleich mal an. Und mit ADRD sollten sie eigentlich auch ganz gut durchdrücken können. Starzerk muss da einiges arbeiten, um das hier irgendwie aufhalten zu können. Also vielleicht sehen wir da auch nochmal eine kleine Rotation. Vielleicht dann Brightwing auch mit in die Mitte. Weil bis jetzt machen sie es eigentlich ganz gut. Auch schön die Mines noch geklärt. Lady Adi kann sich da nicht zu weit vorwagen. Das ist halt immer die Gefahr dann, weil Son haut uns schnell einen Stun raus und Holo macht einfach so viel Schaden. So, mal gucken, wer sich jetzt hier welche Seeds schnappt. Unten schön der Stil von Acer. Und sich da rechts alle. Und hier oben. Da muss Sypho ein bisschen aufpassen. Ah, da ist die Sypho. Also, wie auch immer da ausgefallen ist. Auf Seiten von Acer. Jedenfalls spielt Starzerk mit. Und, der muss jetzt aber auch aufpassen. Das ist ein Schild. Face Shift braucht er nicht. Oracle wird gesetzt. Kann gucken, ob noch jemand von links kommt. Und da kommt keiner. Soweit noch kein Move hier. Oh, ADRD kriegt ja einiges an Schaden ab. Son bleibt da lange drauf. Und auch nochmal der Sprung. Aber ein schönes Schild kann ihn ja am Leben halten. Und Son geht hier als erster drauf. Das ist First Blood auf Seiten von 3D Max. Es hilft natürlich jetzt in der Mitte gut durchzupushen. Und dann vielleicht einen ordentlichen Move zu machen. Um auch für den Garden Tower dann sich zu entscheiden. Könnten wir eine Rotation durchaus wagen, aber vorerst wollen sie pushen. Ja, Starzerk wartet unten, das ist Oracle. Schön die Minen auch gesetzt, also sie schnappen sich jetzt hier unten den Garden Terror. Damit müssten wir eigentlich auch bei einer Rotation sehen bei Team Acer. Ah, nee, wir wollen contesten, ist eher ein bisschen interessant. Schnappen sich zumindest ein paar Seeds hier, ein guter Move. Tychus bleibt noch oben in seiner Lane. Brightwing bleibt auch unten noch. Und Saikyu schnappt sich auch mal immer wieder ein bisschen XP zumindest. Ja, so richtig traut sich hier noch keiner auf irgendwas. Ah, Leo von Korea ist jetzt nicht um das optimale Ziel hier für Team Acer. Und jetzt könnte 3D Max doch rankommen. Da kommt sogar schon ein schöner Stun auf Greenout. Versucht sich irgendwie hochzuheilen. Aber da kommt der Move von Saikyu, drückt ihn zurück. Und das ist schon der zweite Kill hier auf Seiten von 3D Max. Aber sie haben ja einiges an Seeds verpasst. Oh, Starzerk! Ne, der wird gefocust. Dritter Kill. Also Seeds verpasst, aber dafür sich hier die Kills geholt. Und sie können sich halt auch nochmal einige Seeds beim oberen Garden Terror holen. Oh, Son, muss ich echt aufpassen. Das war ein bisschen viel riskiert hier gerade. Ja, und jetzt sind sie in einer super Position, um sich oben im Garden Terror nochmal einiges an Seeds zu sichern. Sollte dann, glaube ich, für beide Teams nicht ganz reichen, um den Garden Terror selber herbeizubeschwören. Aber Acer kommt jetzt nochmal rein. Jove, sehr, sehr exposed auf der linken Seite. Oh, Sypho kriegt ja aber auch nochmal einiges ab. Und Starzerk rennt rein, face shifted. Oh, Jove, kommt er davon? Ja, der kommt davon. ADRD und Nickers drücken hier zurück. Sind jetzt auch sehr exposed, aber Tesla fällt. Und da können sie doch nochmal Vella rausnehmen. ADRD sollte hier am Leben bleiben. Son kommt noch von oben rein. Vielleicht schafft sie es jetzt mit einem guten Stun, ADRD irgendwo aufzuhalten. Aber hat es hier leider verpasst. War auf Cooldown trotzdem. Da fällt doch Sergeant Hammer. Also 2 zu 1.
Und, oh, Jove kommt von oben mit einem super Root. Ist jetzt aber auch exposed und da fällt er auch. Also leichte Fehler hier auf beiden Teamseiten. Da wollen sie einfach zu viele Kills. Erinnert mich ein bisschen an unsere Zuschauerspiele vorher. Also nicht ganz so sicher, wie sonst immer gespielt wurde, sondern eher ein bisschen risky. Ich dachte, das ist auch der Grund, warum das Spiel dann sich doch so sehr in die Länge ziehen kann hier auf Dragonshire. Ah, Nikas wird hier weit, weit zurückgetrieben. Haben es hier zwischenzeitlich geschafft, sich auch die Siege Giants zu holen. Level 10 ist schon fast verfügbar für 3D Max, ja. Noch ein Kill und da ist es. Gucken, was sie sich nehmen. Apalm Strike, Mosh Pit diesmal für ETC, Army of the Dead und Divine Storm von Uther. Also keine Überraschung hier mit dem Schild von Uther wie beim letzten Spiel. War doch sehr überraschend. Und da kommt der Steel auf den Bruisern. Schönes Timing, denn die Nacht wird bald wieder ausbrechen und hier unten ist momentan nur Tesla, der dagegen ankommen kann. Jetzt drücken sie natürlich hier noch ein bisschen mit dazu. Daiku sollte es eigentlich schaffen, dann schon ein bisschen Schaden auf den Türmen zu machen und auch das Gate eventuell rauszunehmen. Level 10 ist jetzt auch verfügbar auf Seiten von Team Acer. Haben sich den Odin geholt, Emerald Wind, Avatar und den Archon. Da unten, die Hyperion von Rayner, das sieht man nicht so oft. Was hat er denn sonst so gewählt? Seasoned Markman, damit er ein bisschen mehr Angriffsschaden kriegt. Und dann gibt es noch Advanced Optics für die Reichweite, Searing Attacks für etwas Schaden durch Basic Attacks und halt die Hyperion, die ist echt interessant, sonst gibt es immer die Rayners Raiders. Das kann man echt gut nutzen, um mal noch ein Fort rauszunehmen, was vielleicht schon einiges an Schaden eingesteckt hat, aber noch nicht ganz raus ist oder halt gut zu zonen. Oh, hier unten geht's heiß her. Saiku kriegt ein Polymorph ab und das sollte es doch gewesen sein. Ja, schöner Move hier. Acer schließt auf mit den Teamkills. Beide jetzt auf Level 12. Und trotz allem ein bisschen bessere Lane-Control gerade auf Seiten von 3D Max. Konnten ein bisschen mehr Erfahrungspunkte da einsammeln. Aber jetzt sollte es doch hier reichen, um die Türme rauszunehmen, das Gate rauszunehmen und wieder aufzuschließen, was die Erfahrung angeht. Oh, oben muss ADRD aufpassen. Schöner Bodyblock hier von Greenout und da kriegen sie auch den Kill. Gut gemacht. Waren sie ein bisschen zu unvorsichtig hier, die liebe Brightwing. Nickers sollte davon kommen. Das Gate, wobei, es ist auch sehr, sehr niedrig. Aber das Forge steht hier halt noch sehr lange. Son und Jove laufen aneinander vorbei. Aber, ja, ich muss sagen, Team Acer hält hier die Kontrolle sehr, sehr gut. Das Einzige, was ist, die Mercenaries, die werden ein bisschen vernachlässigt. Da stellt sich 3D Max ein bisschen besser an. Die kriegen jetzt hier auch wieder die ersten Seeds. Beide Teams so gut wie genügend Seeds für den Garden Terror. Bin ja mal gespannt, ob sie direkt reinspringen und sich dann damit einen schnelleren Bosskill hier holen, um noch mehr Seeds zu haben, damit klar, quasi komplette Dominanz ausladen. Aber vorerst wieder eine Rotation, wollen sich die kostenlosen Seeds sichern und vielleicht hier Acer davon stoppen, den Garden Terror Boss rauszunehmen. Oh, da kommen sie rein von allen Seiten. Oh, Acer. Ihr braucht wieder die Kontrolle. Da ist der Emerald Wind. Schöner Move. Kann den Rain of Vengeance kurz aufhalten. Und Son versucht, Saiku aufzuhalten. Acer kommt jetzt hier wieder rein. Dreht um. Und Leo von Kubi komplett ausgezoned. Aber er kommt nochmal davon. Schön davon gerannt. Sie kommen hier nicht an ADR ran. Super Position für den Zielstein. Jetzt kommt es dazu. Super Move von Son. Schön rausgezoned. Rainer fällt allerdings auf Seiten von Acer. Und kann sich 3D Max jetzt zurückziehen. Saifu in der in der Garden Terror Form. Da haben sie jetzt natürlich auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Da wird der Garden Terror jetzt von 3D Max genommen. Jove geht rein. Aber ich weiß nicht, ob der noch rechtzeitig kommt. Saifu konnte hier einiges an Schaden machen. Mal gucken, ob er sich komplett das Fort holt. Oder wurden einige Seeds zurückgelassen? Nee, okay, die holt sich Greenout noch. Alles gut. Und der obere Garden Terror Boss eventuell jetzt direkt für Acer, für 3D Max dran. Acer drückt weiter das Fort durch. Nur Saifu gegen Saiku. Aber der Garden Terror hat halt nur noch 28 Sekunden. Muss also ein bisschen aufpassen und hat halt noch gerade nicht die Map Vision, um zu sehen, okay, wo ist der Rest des Teams. Das sollte jetzt geschehen, sobald Acer sieht, okay, alles klar, die sind hier oben, die sind beschäftigt. Da können sie drücken. Oh, Sergeant Hammer. Überhaupt nicht aufgepasst, wurde hier komplett überrascht gerade. Keine Chance und damit kann Acer jetzt richtig, richtig schön drücken.
beiden Lanes gleichzeitig. Seifo hat noch 4 Sekunden, aber das Ford ist so gut wie down. Ah, da droppt er raus. Der auch nicht zu viel riskieren. Nochmal ein schöner Polymorph hier zum Ende auf Saiku. Vielleicht hat er auch genügend Damage, um das Ford noch zu kriegen, aber ja, keine riskanten Sachen hier. Saiku kann ihn zurückdrücken. Hier oben, Acer versucht irgendwie gegen Jova anzukommen. Haben ihn auch wieder gut gezoned. Auch da, das Ford noch einen Schuss und dann geht's drauf. Das wollen sie natürlich haben. Sie wollen hier Level 16 ein bisschen näher kriegen. Oh, Jove. Riskiert nicht zu viel. Da ist das Ford drauf. Son hat hier den letzten Schuss gekriegt. Und Jove poppt raus. Das heißt, beide Teams wieder zurück. Holen sich jetzt die Siege Camps. Und ja, wieder rotieren. Ein bisschen Erfahrungspunkte soaken. Zumindest auf Seiten von 3D Max. Die brauchen halt nicht mehr viel für ihren Level 16. Und was haben wir hier unten? Stone Skin auf Tychus, Critterize für Brightwing. Da gibt es Stone Form für Muradin. Second Strike holt sich Tesla. Hat sich vorher noch einen Shrinkray geholt. Und Bullseye für Rayner. Hat sich noch Giant Killer zwischenzeitlich geholt. Und zweimal Rewind auf Muradin und Brightwing. Die kommen jetzt auf die Level 16 rein. Oh, und da ein schöner Klau auf den Bruisern. Müssen aufpassen. Gerade noch die Siege Giants hier geholt. Auf Seiten von 3D Max. Ja, was haben die genommen? Harvest Siege, Imposing Presence zweimal auf ETC und auf Uther. Ja, oben das Fort ist natürlich jetzt in richtig viel Trouble. Die Siege Giants machen sie da einiges an Schaden. Immer noch ein Storm drauf. Ich glaube, das wird schwierig hier für 3D Max das zu stoppen. Stone Skin gibt es noch auf Arthas und Blood for Blood für Valor. Ja, das sind jetzt alle drei Forts. Ne, nicht ganz. Das untere steht noch. Gerade so. Das gerade so steht das noch. Und jetzt haben sie Level 17 auch noch. Weil halt 3D Max nicht weit ab vom Schuss ist. Mit dem Harbor Siege können sie jetzt hier gut zurückdrücken. Und Team Acer muss eigentlich auch eine Rotation jetzt bringen, weil sie haben halt unten noch die... Sie haben halt unten noch die Giants, die drücken in zwei Lanes. Na gut. Sie sehen jetzt, okay, wir müssen auf die Giants reagieren, sonst verlieren wir hier sinnlos viel Gesundheit. Ja, unten ist es schon geschehen. Ein bisschen zu spät reagiert. Ich weiß nicht, warum sie da so lange geblieben sind. Oh, sie wollen eine Falle stellen. Saiku läuft direkt rein, aber unten wird Saifo schön angegangen. Da kommt die Hyperion raus. Saiku frisst einiges an Schaden, wird die Moshpit unterbrochen. Und Son sollte hier eigentlich auch nicht davon kommen. Nee, schöner Move von Sove. Der ist natürlich jetzt komplett out of position. Starzog sehr, sehr niedrig, aber kommt nochmal davon. Leo vom Courier. Oh nein, da kriegt er den letzten Schuss. Da kriegt er den letzten Schuss. Und Greyhound geht auch noch drauf. Sehr, sehr guter Fight hier auf Seiten von 3D Max. Und das wunderbar umdrehen, obwohl ETC draufgegangen ist. Und Saifu bleibt da vielleicht ein bisschen zu lange im Kampf. Oh, Leo von Korea allerdings auch. Hat hier vielleicht mit der Hilfe von Nickers gerechnet, aber die musste auch zurück. Aber trotz allem, die Siege Giants drücken halt die ganze Zeit. Als Team Acer hat einfach viel zu spät reagiert. Und die werden jetzt doch durchaus Schaden machen. Und das Ganze doch wieder gut ausgleichen. Was sie hier vorher an Forts verloren haben. Ja, Holo kann sie gerade noch stoppen, dass sie das mittlere Fort noch kriegen. Wie gesagt, auch bei 3D Max, das hier unten ist kurz vorm Fallen. Aber jetzt ist erstmal wieder Nacht. Acer wird sich demnächst schon ihren Garden Terror holen. Aber erstmal noch ein paar Seeds, solange sie hier noch die Überhand haben. Das ist nicht mehr lange der Fall. Acer bewegt sich jetzt auch schon hier runter. Saifu ist der Erste, der in Position ist. Sieht hier schon, okay, da ist der Kampf. Die sind fast alle da. Nur Uther fehlt halt gerade noch. Es gibt ihnen einen leichten Vorteil. Wind of Vengeance, super Hit auf Greenout und Saifu. Aber sie kommen danach davon. Und Saiku frisst hier einiges an Schaden. Geht auch direkt drauf. Jove wird rausgetrieben. Wie lange chasen sie und wann holen sich die nächsten Seeds? Sie brauchen hier noch ein bisschen was, um den nächsten Garden Terror rauszuholen. ADR, die feuert da von unten immer noch rum. Aber ja, sie holen sich komplett die Seeds. Lassen das mit den Chasen komplett. Ist auch die bessere Wahl hier. Weil sonst müssen sie gleich ohne Garden Terror antreten. Und das wäre dann doch ein bisschen fatal. Bin gespannt, wer hier zurückgeht. Ob Starzog dann Kontrolle vom Garden Terror sich holt. Beim letzten Mal war es Saifo, der da drin steckte. Aber ist halt jetzt inzwischen schon ein bisschen riskant, wenn sie das bringen wollen. Ja, und auch hier oben nicht unbedingt der beste Move, jetzt reinzugehen. Da fehlt noch der eigene Garden Terror.
Und ja, der kommt jetzt hier mit gleich ins Spiel. Oh, sie versuchen zu chasen. Nutzen immer mal wieder auch die Slams vom Garden Terror Boss aus. Seifo mit einem guten Schuss. Jetzt kommt von unten Starzog mit rein. Ey, die Adi frisst hier einiges an Feuer. Starzog ist hier so ein bisschen gefangen zwischen den Fronten. Ich glaube, Acer wird hier einige Seeds stehlen können, aber das war's dann vielleicht auch schon. Jove rennt da nochmal rein. Knappt ein bisschen was. Aber sie haben schon ganz gut Seeds gekriegt. Können zumindest den nächsten Garden Terror auf Seiten von 3D Max verhindern. Und die ziehen sich jetzt auch komplett zurück. Die Rotation sollte jetzt für Starzog kommen. Die müssen unten einfach das Keep sich holen, das Fort sich holen. Und Brightwing geht in die Toplane, versucht da die Minions zu stoppen. Damit da nicht ein zu harter Push kommt zwischenzeitlich. Das ist halt das Wichtige, diese Mobilität von Brightwing auch auszunutzen immer mal wieder. Gerade auf so einer großen Karte. Hier, wie den Garten der Schrecke, des Schreckens. Und Jove reicht hier als Präsenz aus, um letztendlich Acer so weit zurückzudrücken, dass sie den Kill vom Fort kriegen. Aber unten sollte jetzt das Fort auffallen. Ja, wurde von Minions hier einfach rausgenommen. Trotzdem beide auf Level 19. Ja gut, bei 3D Max ein Kill, da ist er. Level 19 erreicht. Und ja, der Garden Terror, der macht jetzt auch nicht mehr so viel aus. Es sind nochmal 15 Sekunden, da kriegen sie vielleicht nochmal den einen oder anderen Pot raus. Da kommt der Pot, sehr offensiv gesetzt, wird nicht so viel machen. Den hätte er eigentlich zwischen sich und, den hätte er hinter sich packen müssen, damit er halt lange wie möglich am Leben bleibt. Mal ein guter Polymorph, schnappt hier Jove, es gibt ihm ein bisschen Sicherheit, um davon zu kommen. Und damit kann er 3D Max zurückdrücken. Haben auch nicht so viel Schaden einkassiert am Keep, was halt sehr, sehr wichtig ist. Aber fast Level 20 für Team Acer. Das ist nochmal eine sehr, sehr schwierige Situation. Das gibt ihnen halt auf jeden Fall die Übermand. Und da ist Bribe. Habt sich mal fix hier die Siege Giants. Die machen jetzt ordentlich was an Arbeit in der mittleren Lane. Können da vielleicht sogar die Mauer rausnehmen. Aber momentan ist halt 3D Max auch noch in Position. Das heißt, können die schnell, schnell ausschalten. Ja, das geht einfach super fix. Uson wartet da schon. Ja, sie wurden aber entdeckt. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, hier unten noch die Siege Giants zu klauen. Also probieren es immer mal wieder. Ist die Leash. Und, na, werden gut rausgeholt. Eddie Adi ist halt noch in einer sehr, sehr guten Position. Jetzt kommt Verholo von unten mit rein. Er hilft da halt gar nicht so stark. Und Son springt rein. Eddie Adi frisst hier einiges an Schaden. Da kommt First Aid. Und die Avatar-Form wird geholt. Sie haben mal das Siege-Giant komplett ignoriert. Ein bisschen schade. Das war hier schon fast genommen. Aber haben hier gewittert, dass sie ADR die kriegen. Oh, jetzt geht Seifel doch nochmal rauf. Oh, Nickers ist gleich wieder mit drin im Fight. ADR die kriegt hier nochmal einen Polymorph ab. Sie kommen halt nicht so richtig ran. Starzog muss da aufpassen. Nickers wartet oben eigentlich auch nur. Und eigentlich sind hier fast alle Heroics auf Seiten von 3D Max verfügbar. Aber sie kämpfen halt gegen Level 20. Was haben wir da? Verbesserten Odin, Stormshield zweimal. Tesla und Brightwing haben sich das geholt. Und da gibt es nochmal Bolt of the Storm und die verbesserte Avatar-Form. Level 19 ist halt noch weit, weit weg für 3D Max momentan. Die sehen das halt auch noch nicht mal kommen. Aber jetzt ein schneller Fokus auf die Siege Giants. Ja, es sollte reichen, Ja, es reicht. Greenheart hat hier einen super Move gemacht, gerade noch rechtzeitig Emerald Windrausch gepusht. Und jetzt können sie halt ordentlich Schaden rausdrücken auf die Towers und natürlich auch auf das Tor und vielleicht auf das Keep. Aber die Heroics wurden halt jetzt alle eingesetzt. Müssen auch aufpassen, dürfen nicht overextenden. Müssen hauptsächlich mit den Siege Giants arbeiten. Klappt soweit ganz gut. Die Adi nochmal mit First Aid. Ja, Odin ist fast weg, dementsprechend muss man dann irgendwie auch rumdrehen. Und sich nicht zu sehr voneinander entfernen, wie das hier gerade Rainer macht. Oh, da hat Sauvel nur oben gewartet auf Holo. Da kommt Bolt of the Storm zum Einsatz. Gerade noch rechtzeitig. Greenout bleibt am Leben. Leo vom Courier wird hier rausgenommen. Und Son frisst hier einiges an Schaden, kriegt aber auch nochmal ein bisschen Heilung rein, bevor Brightwing dann drauf geht. Und Jove versucht hier die Linie irgendwie zurückzurücken, aber der frisst auch einiges und da stirbt er auch. Wunderbar gemacht hier, Son nochmal reingesprungen, aber letztendlich war es wirklich die Superstorms von Starzog, die das Ganze geregelt haben. Und das gibt mir jetzt hier nur schon ein bisschen vorteilhafte Position, um sich wieder mehr Seeds zu sichern. Ist ja mehr oder weniger ausgeglichen. Und da muss halt 3D Max drauf reagieren, holen sich oben die Seeds.
vielleicht, ja, erstmal die sicheren Seeds. ETC macht das Ganze hier. Die sicheren Seeds und dann, ja, so schnell wie möglich mit dem ganzen Team ran. Aber mit Arthas und Ufer, die da fehlen, ist es halt sehr schwierig, wenn sie irgendwie in die Bredouille kommen, dass hier ein Teamfight entstehen sollte. Ah, Saiku, die werden nichts riskieren, die drehen sofort um. Das ist auch genau die richtige Entscheidung von 3D Max. Alles andere würde, glaube ich, ihren Tod hier bedeuten. Wenn sie jetzt hier noch die zwei restlichen Helden verlieren. Aber Arthas ist gleich wieder da, Uther ist schon wieder drin. Also langsam ist die Zeit gekommen, vielleicht dann doch das Ganze hier irgendwie stoppen zu wollen. Ja, kommen sie ran, kommen sie ran. Guter Polymorph auf Saiku hält das Ganze noch zurück. Aber nur noch ein Seed, den sie brauchen, um den nächsten Garden Terror zu holen. Ja, da kommt er auch schon. Ah, das wäre natürlich schön gewesen für Team Acer, wenn sie es hier komplett hinein könnten. Könnte vielleicht sogar das Spiel bedeuten, aber oh, Son komplett rausgesonnen. Und jetzt auch noch mit dem Divine Storm bzw. Divine Hurricane hinterher. Super gemacht. Muradin fällt und dementsprechend Acer jetzt komplett auf den Rückzug eingestellt. Müssen jetzt hier warten, bis sie ihren Garden Terror verfügbar haben. Nur noch 6 Sekunden, um hier in Kontrolle zu kommen. Starzog rennt hin. Oh Gott. Könnte sein, dass das nicht mehr ausreicht. Oh Gott. Sie haben ihren Garden Terror verloren. Wie bitter. Da hätte jemand schneller reagieren müssen. Das gibt natürlich eine super, super Chance hier für 3D Max wieder aufzuholen. Sind halt nur ein halbes Leben, ein halbes Level hinten. Aber das ist echt perfekte Chance. Da muss jetzt ein Keep fallen. Oh, diese 6 Seeds, das ist natürlich echt ärgerlich. Und oben wurden auch noch die Bruiser geholt, die drücken dann noch mit zu. Jetzt ist natürlich Acer im kompletten Verteidigungsmodus. Das wird sehr, sehr schwierig. Heroics sind auch noch ein bisschen down. Da fehlt noch kurz die Hyperion. Und ja, mit ADAD und sowas, da könnte ich halt hier wunderbar durchdrücken. Garden Terror, immer wieder noch die Pötte setzen. Siege Camp wurde genommen. Das feuert noch von hinten mit drauf. An dem Pot ist nicht so wirklich ein Rankommen. Son kann sich auch nicht zu weit rauswagen. Das heißt, es bleibt möglichst lange am Leben. Und das Keep hat schon die Hälfte der Gesundheit verloren. Also 3D Max, die drücken das richtig hart. Nochmal ein Schild. Ja, kurzzeitig hilft es natürlich. Jetzt versuchen sie hier raufzugehen. Aber Jove ist ja noch am Leben. Guter, guter Move hier vom Brightwing. Saiku sollte hier fallen. Ja, da fällt er auch. Aber Son darf sich nicht zu weit rauswagen. Da ist die Hyperion endlich wieder verfügbar. Jove muss jetzt hier den Rückzug antreten. Big Red Button nochmal gesetzt. Aber ich glaube nicht, dass sie die hier kriegen. Acer ist sehr, sehr niedrig. Nochmal ein guter Root gesetzt. Jove hat volle Gesundheit. Also ich glaube nicht. Ne, Team Acer dreht um. Wissen, das hat alles keinen Sinn. Mit dem Chase erreichen wir auch nichts. Da holen wir uns lieber unsere Camps und versuchen hier die Minions zu stoppen. Da ist Bribe. Brightwing wird zurückgehen. Und hier unten muss man wieder geklärt werden. Das übernimmt Holo. Ha, schön den Big Red Button noch ausgenutzt. Die letzten paar Sekunden und damit können sie sich auf das Bruiser Camp angehen. Hat er kurzzeitig, glaube ich, einen Ritter verloren. Er wurde zwischenzeitlich gesieged. Aber sie kriegen es ja doch halbwegs schnell geklärt. Und sind jetzt auch endlich wieder alle beieinander. Haben immer noch ihren halben Level Vorsprung. Also der Teamfight eben hat echt gut geholfen. Gucken, was sie jetzt noch ausrichten können. Nacht sollte bald wieder hereinbrechen. Ja, das Siege Camp. Naja, ich meine, das wurde ja gerade erst geklärt. Das dauert einfach sehr, sehr lange, dass er wieder da ist. Also ich glaube, die warten jetzt einfach nur beide auf die Nacht und dann versuchen, einen Teamfight zu provozieren. Am Garden Terror. Was hatten wir eigentlich an Level 20 Talenten auf Seiten von 3D Max? Advanced Lava Strike, Bolt of the Storm für ETC und auch für Valor. Dann natürlich Divine Hurricane und Legion of Northrend. Aber gute Kontrolle hier mit den Mercs. Mit Team Acer. Haben sich alle geholt, die sie konnten. Gut, aber ich meine, 3D Max war halt nur kurzzeitig beschäftigt. Jetzt, der letzte Move hier auf die Bruiser, beziehungsweise auf die Siege Giants war deutlich besser. Jetzt versuchen sie nochmal von allen Seiten ranzukommen, wieder raus zu zonen für 3D Max. Die sind auch schon gut geteilt, aber Son wagt sich wieder sehr weit nach vorn. Können sich vielleicht noch die sicheren Seeds sichern, bevor sie zum großen Engagement kommt, weil 6 brauchen sie halt nur noch. Wenn sie jetzt irgendwie den Teamfight verlieren, werden sie immerhin noch den Shambler. Das ist echt wichtig. Also die paar Seeds sollten sie noch reinkriegen. Ja, da kommt er. Sehr gut. Sehr wichtig.
Und wenn sie es jetzt schaffen, hier den Bossfight zu gewinnen, einfach noch mehr Seeds zu denyen, so gut es geht, das wäre echt super Move für Team Acer. Oh, Renault kommt rein. Aber noch kein Emerald Wind gesetzt. Eigentlich optimal wäre halt, Acer Greenout kommt rein, bringt den Emerald Wind und dann halt Hyperion, damit das ganze Team möglichst lange in der Hyperion steht. Aber so haben sie genügend Seeds, können sich jetzt hier auch ihren eigenen Garden Terror holen. Sonnen springt da tief rein. Ich weiß nicht, ob das der beste Move war. Geht auch direkt in die Avatar-Form. Wollen Nickers haben und auch Saiku ist sehr niedrig, aber ja, das, die waren einfach zu schnell auf, schon auf Rückzug eingestellt. Und ja, wo ist der Garden Terror? Da ist er. Holo mittendrin. Also das Keep muss jetzt hier eigentlich fallen. Ein Keep haben sie ja auch schon selber verloren. Nicht der beste Pot. Wieder sehr offensiv geplatziert. Hier von Korea kommt hier davon, aber das Keep vernimmt halt so super viel Schaden. Ja, die drückt zurück. Jetzt haben sie ihren eigenen Garden Terror mit dazu geholt. Und Holo schon auf die Hälfte unter. Der muss sich jetzt defensiver stellen. Muss also so lange wie möglich am Leben halten, bleiben, damit er halt irgendwie eine Unterstützung für sein Team sein kann. Sondern auch sehr, sehr niedrig. Holo rennt da raus. Und ja, Sicherheits-Emerald Wind. Gut gesetzt von Brightwing. Wollen einfach den Teamfight nicht eingehen. Gehen zurück. Und nehmen langsam auch schon ein bisschen Schaden hier von den paar Katapulten. Ah, das geht schon. Das war nur der erste Schuss hier auf das Schild. Also nicht ganz so schlimm. Jetzt müssen sie aber trotzdem zurück, weil das Keeper hat schon gefallen. Und mit dem Shambler, mit dem Garden Terror, hat 3D Max auf jeden Fall die Oberhand, weil jetzt können sie halt schon Schaden auch am Core nochmal machen. Oder halt rotieren, das nächste Keep nehmen, vielleicht dann doch auch in den Erfahrungspunkten wieder weiter nach oben kommen. Aber sie scheinen hier den Core zu fokussieren zu wollen. Da ist der Shrink auf Jove. Sonnen wird nochmal gut hochgeheilt. Und schöner Divine Storm. Leo von Korea perfekt gesetzt. Sonnen frisst hier einiges an Feuer, kann aber nochmal davon springen. Jove ist sehr, sehr niedrig, muss echt aufpassen. Aber solange der Garden Terror noch steht, haben sie hier halt genügend Kontrolle auch im Kampf. Immer wieder auch schöne Polymorphs durch den Garden Terror. Und die Schilde sind schon runter vom Core. Aber noch kann Acer das Ganze kontrollieren. Sie können immer noch zurückdrücken. 40 Sekunden, nee, Brightwing hier wieder da ist. Saiku, ja, der droppt jetzt aber gleich hier aus seinem Garden Terror. Das heißt, Team 3D Max zieht sich zurück. Ist auch die bessere Entscheidung. Haben halt immer noch gegen den Avatar und beziehungsweise, ja, gegen den Avatar und dann eben auch gegen Emerald Wind zu kämpfen, sobald Brightwing wieder da ist. Aber Acer muss halt auch aufpassen. Ich meine, die sind ein Helden runter und oh, Sonnen, ja, kann nochmal davon springen. Schöner Divine Hurricane. Saifu und Holo kommen davon. Guter Ball of the Storm, um davon zu kommen. Oh, ADRD. Nicht den besten Rückzugsroute hier gewählt. Trotz allem schöner Angriff hier auf Seiten von 3D Max. Vielleicht schafft es jetzt Acer nochmal ein paar mehr Seeds zu sichern, aber die, ja, ich meine, die müssen ja darauf passen. 3D Max ist halt noch in kompletter Montur unterwegs. Jetzt ist Brightwing auch wieder da. Sie haben noch lange Cooldowns auf ihren Heroics. Denn bei 3D Max mehr oder weniger alles verfügbar ist. Das sollten sie jetzt auch ausnutzen. Ah, da kommen sie rein. Oder Acer zieht sich sofort zurück. Die sehen, okay, wir haben jetzt keine Chance, das hier zu machen. Da ist einfach alles verfügbar. Divine Hurricane ist auch gleich wieder da. Oben kurzer Move auf Jove, aber der kommt halt wunderbar davon. Da hat das DC gefehlt. Jetzt wieder 3D Max in einer guten Position, um sich hier ein paar mehr Seeds zu sichern. Könnte sein, dass es hier zu keinem Garden Terror kommt in Zukunft. Weil beide Teams haben viel zu wenig Seeds. Acer drückt hier aber nochmal gut zurück, damit sich hier die restlichen auf den Boss dann sichern können. Und ja, da kommt die Rotation zurück. 3D Max hat jetzt hier auch noch ein paar Katapulte. Die sollten allerdings geklärt werden von Minions. Und sie schnappen sich jetzt hier ein paar Mercenaries. Ah, auch ein schöner Stil mal wieder von Team Acer. Holen sich beide Mercenaries gleichzeitig. Und das ohne Bribe einzusetzen. Das geht halt einfach super fix so im sehr, sehr späten Spiel. Das ist echt ein guter Move. Oh, Starzog muss aufpassen. Da kommt die Leash zurück. Und Saiku ein bisschen weit ab vom Schuss. Und da kommt wieder mal ein guter Emerald Wind. Hält hier 3D Max zurück. Ja, Sonnen war ja der Einzige, der irgendwie ADRD wollte, aber sie rotieren halt runter, gehen auf die Mitte, oben pushen halt die Bruiser.
Sie haben für die Max davon abgehalten, ihre eigenen Minions nochmal zu, beziehungsweise ihr eigenes Easy Camp zu holen. Core wird zwischenzeitlich immer mal wieder von ein paar Katapulten angegriffen, aber halt nicht genug, um wirklich viel Schaden am Schild zu machen. SCC Chance geholt, das hilft halt auch nochmal. Forciert immer mal wieder Rotationen auf Seiten von 3D Max. Und die sind noch ein halbes Level zurück, fast ein ganzes Level. Das ist gar nicht mal so unerheblich, wenn es hier zum nächsten Teamfight kommt. Wie gesagt, die ganze Zeit hatte Acer wirklich sehr gute Kontrolle über die Mercenary Camps. Also um die Söldner kümmern sich eigentlich die ganze Zeit. Da war nie eine Situation, wo 3D Max mal einen ordentlichen Stil hingekriegt hat oder irgendwas. Roson, das geht nicht zu viel. Hyperion kommt rein. Nickers kassiert hier einiges an Schaden. Holo versucht halt irgendwie rauszufokussieren. Ja, aber sie drücken halt einfach zurück. Und die Bruiser wurden trotz allem gestohlen. Also das war hier nur Schadenskontrolle auf Seiten von Team Acer. Und während der Rotation schnappen sie hier die Siege Shines, können die ausklären und dann sollten sie ihre eigenen sich holen. Die stehen nämlich auch noch weit offen. Sie holen ein bisschen auf im Level, aber noch nicht so immens. Da fehlen die Pickups. Die Teamfights laufen halt noch nicht so hundertprozentig auf Seiten von 3D Max. Moshpit wurde immer mal wieder gut und unterbrochen. Oh, da müsste es aufpassen. Aber ETC hat zwischenzeitlich schon umgedreht. Wollte auch nicht in der Mitte von Team Acer stehen. Immer wieder der Lane Clear, damit halt eben die Katapulte nichts ausrichten. Das ist halt ganz besonders wichtig, wenn man schon sein Keep verloren hat. Wenn man gerade die Zeit hat, muss man die Katapulte ausschalten, weil sonst, wenn gerade die Minion Wave nicht kommt, tja, dann war's das. Dann machen die Katapulte halt unglaublich viel Schaden am Core schon. Nehmen vielleicht die Schilde weg und das reicht dann schon aus, um später dem Team eine Riesenchance zu geben, den Core rauszunehmen. Genau deshalb seht ihr halt, dass sie immer wieder die Midlane clearen, immer wieder die Katapulte rausnehmen. Und dasselbe passiert halt auch auf Seiten von 3D Max. Sie gehen immer wieder in die untere Lane zurück, nehmen da die Katapulte raus. So. Und in 10 Sekunden ist wieder Nacht. Oben sind noch die Seed Shines unterwegs. Da muss dann irgendwann auch reagiert werden von 3D Max. Sehen wir vielleicht sogar den Split hier? Ne, es ist ein bisschen zu gefährlich. Oh, Son. Gerade noch hochgemountet. Gerade noch aufgesattelt. Und ja, sie rotieren hoch. Aber ich glaube, keiner will hier dem anderen irgendwelche kostenlosen Seeds schenken. Oh, Saiko. Bisschen getrennt vom Team. Schöner Stun. Saiko frisst hier einiges an Schaden, aber kann dann auch World of the Storm, um davon zu kommen. Ein bisschen zeitig hier schon reingeschlüpft in die Heroics, in die Avatar- und Odin-Form. Seiten von 3D Max wurde noch nichts gesetzt. Also, die warten noch ab. Warten, bis dann die Heroics auf Seiten von Acer einfach expiren und dann gehen sie drauf. Also schönes Timing, um hier das Ganze umzudrehen. Oh, Starzog da oben ganz allein. Aber der kann sich natürlich auch selber recht gut retten. Ja, und so sollten sie jetzt in einer guten Position sein, um sich den Garden Terror zu holen und halt dementsprechend die restlichen Seeds zu sichern. Ja, der eine Garden Terror wird hier nicht ganz reichen. So, wer geht rein? Saifu ist es wieder. Und immer so ein bisschen abgewechselt sich zwischen Saifu und Tessela. Aber anscheinend, Tessela ist ihnen dann in den Kämpfen doch ein bisschen wichtiger. Insbesondere jetzt, wo halt der Odin ohnehin gerade in Benutzung war. Tessela hat halt seine Archon-Form noch. Also ich glaube, sie wollen es jetzt hier einfach auch beenden. Und ja, Polo ist auch der Erste da. Aber 3D Max reagieren schon. Es kommt jetzt hier auf diesen Kampf an. Wenn sie diesen Kampf verlieren, haben sie ein Riesenproblem. Weil Saifu hat halt noch fast 1,5 Minuten, um auf den Core zu gehen. Die Mischa Garden Terror ist natürlich auch da. Und Starzog versucht sich von hinten anzuschließen. Sie wollen einfach den Fokus setzen. Starzog, oh, der ist extrem niedrig. Ein schöner Divine Hurricane auf Son und auf Saifu. Starzog jetzt in der Tesla Overform. Viper wurde rausgenommen. Avatar auch noch gezündet. Starzog hat sich in so perfekte Position gebracht. Das reicht. Und Team Acer holt sich hier den Sieg.
in einem 34-Minuten-Spiel. Wow. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Sehr, sehr langes Spiel, aber wirklich gut gespielt hier zum Schluss. Einfach nur, wir nehmen die offene Tür, gehen da rein und fokussieren einfach alles, was wir haben. Ja, und dann auch